Du bist Sportler oder Allrounder, der es auch gerne etwas gemütlicher angehen lässt? Dann haben wir mit dem Rossignol Experience 82Ti genau den richtigen Ski für dich. Der Ski geht mit dir durch dick und dünn, ohne viel Kraft zu fordern, und wir haben ihn auf die Fahreigenschaften getestet. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Ich bin der Nick, ich bin Mitglied im Profitest-Team vom DSV Skitest und bin hier im wunderschönen Pitztal bei Top-Bedingungen, um den Allmountain-Ski von Rossignol, den Experience 82Ti, zu testen. Aber genug geredet, schnall mal den Ski an und drehen eine Runde. Kommt's mit! Jetzt aber mal ein paar kurze Fakten zum Ski. Der Rossignol Experience 82Ti ist ein All-Mountain-Ski, das heißt, er wurde zu 70% für auf der Piste und zu 30% für neben der Piste konzipiert. Als Dämpfungssystem hat Rossignol die Drive-Tip-Solution verbaut, und das sind gerichtete Fasern innerhalb des Skis, die ungewollte Vibrationen absorbieren und dämpfen. Dadurch wird konstanter Schneekontakt, gute Steuerung und ein sicheres Fahrgefühl ermöglicht. Der Ski hat eine Mittelbreite von 82 mm und das in Kombination mit dem All-Trail-Profil und der Rockerschaufel sorgt dafür, dass der Ski sich in jedem Gelände und bei allen Schneebedingungen wohlfühlt und präzise steuern lässt. Ich fahre hier den Ski in einer Länge von 1,76 und damit mit einem 16 Meter Radius. Empfehlen kann ich dir, dass solche All-Mountain-Ski ungefähr immer in der Länge deiner eigenen Körpergröße gefahren werden. Jetzt aber genug zu den Fakten, auf geht's zum finalen Test und danach zum Fazit. Ey, was für Traumbedingungen hier im Pitztal, macht richtig Bock. Fahren wir gleich weiter. So, nach den echt coolen Schwüngen, die wir jetzt gerade gemacht haben, ist es jetzt mal Zeit, ein Fazit zu ziehen. Ja, der Rossignol Experience 82Ti ist ein sehr harmonischer All-Mountain-Ski, der sich auch echt angenehm über den Flex fahren lässt. Ja, der Ski liegt in allen Radien eigentlich sehr stabil und verzeiht auch den ein oder anderen Fahrfehler, wenn es nicht zu sportlich dahin geht. Ja, trotz seiner 82er Mittenbreite präsentiert sich der Ski sehr agil, sehr spritzig und hat mir eigentlich in kurzen und in langen Radien auf und neben der Piste echt gut gefallen. Ja, das ist ein schöner Ski zum lässig dahincruisen, der nicht allzu viel Kraft fordert, und aus diesem Grund komme ich zu folgenden Ergebnissen. Ja, im Bereich der Drehfreudigkeit würde ich dem Ski eine 4 von 5 geben, weil er sich sehr agil präsentiert. Auch gerade bei einer härteren Piste hat der Ski einen sehr hohen Kantengriff, deswegen würde ich ihm hier auch eine 4 von 5 geben. Ja, der Ski lässt sich sehr leicht durchbiegen und sehr schön über den Flex fahren, deswegen gebe ich ihm bei der Kurvensteuerung auch eine 4 von 5. Wie schon erwähnt, ist der Ski eher fürs Cruisen geeignet, aus diesem Grund gebe ich ihm 3,5 von 5 bei der Laufruhe. Vom Fahrcharakter ist der Ski, wie schon erwähnt, sehr gutmütig und sehr fehlerverzeihend. Ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen. Auf unserem Kanal findest du auch noch weitere Sport 2000 Skitest Videos. Zum Beispiel ist hier schon das nächste verlinkt. Direkt reinklicken und viel Spaß beim Skifahren. Servus!